Mein Interview mit Ken Jebsen hat ja erwartungsgemäß für viel Aufmerksamkeit und Furore gesorgt. Und ja, herzlich willkommen all denen, die aufgrund dessen sogar ein Probeabo bei uns abgeschlossen haben. Vielleicht bleibt der ein oder andere ja ein bisschen länger. Darüber würden wir uns sehr freuen. Ja, die Diskussionen um das Interview waren sehr vielfältig. Natürlich gab es nicht zuletzt auch von gewissen Ex-Moderatoren ja die Meinung, solche Gespräche dürfe man gar nicht erst führen. Ich habe da eine andere Meinung und ich bedanke mich auch bei all denen, die mir da auch zugeredet haben und gesagt haben, dass das richtig war, dieses Interview zu führen. Natürlich, Kritik muss trotzdem sein. Ich bin ja nicht naiv und ich konnte ja nicht davon ausgehen, dass 100% aller dahinter stehen werden und sagen werden, toll gemacht, Holger. Natürlich gab es bei dem Interview gewisse Stellen, wo ich vielleicht besser hätte nachhaken sollen und vielleicht nicht schnell genug reagiert habe oder was auch immer. Interessant finde ich immer, wenn Leute mir geschrieben haben, hast du denn nicht gemerkt, dass der Ken Jebsen sich an der Stelle um Kopf und Kragen geredet hat? Und ich habe dann immer geantwortet, ja, aber ihr habt es doch auch bemerkt. Also braucht ihr mich doch nicht dafür. Ich bin ja nicht Leiter einer Kindertagesstätte, sondern ich muss ja nicht alles erklären. Manches erklärt sich ja auch von selber. Dass Ken Jebsen bestimmte Strategien hat bei einer Diskussion, dass er sehr selbstsicher und sehr rhetorisch gewandt auftritt, das ist ja auch durchaus bekannt. Aber es schadet ja nichts, das Ganze mal von einem Profi analysieren zu lassen. Und deswegen habe ich Benedikt Held gebeten, dies zu tun. Er ist Kommunikationstrainer und bekannt als Betreiber des YouTube-Kanals Redefabrik mit über 400.000 Followern. Also Benedikt, dann leg mal los. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer der Mediatheke, ich bin Benedikt Held, ich bin Kommunikationstrainer und Gründer der Redefabrik, Deutschlands größter Plattform zum Thema Kommunikationspsychologie und Charisma. Und ich freue mich sehr, dass ich genau in diesem Bereich heute von Holger eingeladen wurde, das Ken Jebsen-Interview auf kommunikativer Ebene zu analysieren. Wir werden uns anschauen, welche kommunikationspsychologischen Strategien Ken Jebsen bewusst oder unbewusst verwendet, um in diesem Interview eben selbstsicher und gut kommunikativ rüberzukommen und zu überzeugen. Und das hat ja jetzt nichts nur mit meinem Beruf zu tun. Ich glaube, alle, die wir sehr stressige Berufe haben und dann in städtischer Umgebung Tag und Nacht auch Lärm, Menschen, Wahnsinn, für die ist es nicht schlecht, wenn sie einfach mal irgendwo hingehen, wo es kein WLAN gibt. Mhm. Und das mache ich. Das ist einfach schön. Aber du hast ja auch, als du das öffentlich erklärt hast, gesagt, dass du in Berlin dich teilweise auch gar nicht mehr sicher fühlst. Das kommt auch erschwerend hinzu. Du bist ja eine Reizfigur, das ist ja allgemein bekannt. Das ist mir nicht bekannt. Insofern kann ich mir auch vorstellen. Hier sind schon mehrere Dinge zu sehen. Gleich zu Anfang an macht Ken Jebsen etwas, was wir Pacing nennen. Also er spiegelt erstmal etwas, wo sich die meisten Leute wahrscheinlich mit verbinden können. Eben dieses, gerade wenn wir so reizüberflutet sind, dann ist es doch auch mal schön, in die Natur zu gehen. Da werden die meisten Leute einfach Ja sagen können. Das ist ein sogenanntes Argumentum ad populum, hätte man damals in der griechischen antiken Rhetorik gesagt. Ein Argument an die Masse. Und so wird erstmal Sympathie hergestellt. Dann auch ein sympathisches, ehrliches Lächeln. Also er ist nicht nur dieser umstrittene Journalist und generell Publizist, sondern auch, und das ist der Anfang, den er hier bringt, auch einfach ein Mensch. Und damit können wir uns schon mal besser mit ihm verbinden. Als Holger dann eingrätscht und einen Gang hochschaltet, interveniert Ken Jebsen gleich wieder. Na, du bist ja auch eine Reizfigur, na, das weiß ich nicht. So. Also gleich da dagegen zu gehen, zeigt, dass er dort, also Ken Jebsen, hier den starken Standpunkt halten möchte und gleich zu Anfang so den Rahmen, den Frame für sich gewinnen möchte. Das glaube ich dir sogar sofort. Ja, aber gut, das ist ja etwas, ich finde, das ist sehr wichtig, dass wir gleich darüber reden. Ich bin ja nicht eine Reizfigur für die Person, die ich bin, sondern für den Beruf, den ich ausübe. Da kann man auch sagen, ist auch ein Polizist eine Reizfigur. Ein Polizist, der auf eine Demo geht, der kann auch eine Reizfigur sein, weil er eine Uniform trägt. Aber der macht doch seine Arbeit. Mhm. Hier hat er ein metaphorisches Reframing gebracht, da jetzt ganz viele Fachwörter, einfach erklärt. Er hat diesen einen Begriff, Reizfigur, von etwas Negativem hin zu etwas Positivem gedreht, indem er ein sehr anschauliches Beispiel verwendet. Und zwar der Polizist, der sicher auch zwischen die Fronten bei einer Demonstration gerät, aber nicht, weil er irgendwie andere provoziert oder böse zu ihnen ist, sondern weil er eben diesen Beruf hat und er macht ja nur seinen Beruf. Was natürlich metaphorisch er natürlich hier auch auf sich überträgt und sagt, ganz ehrlich Leute, ich bin Journalist und mache doch hier auch nur meinen Beruf. Also er nutzt diese sehr anschauliche Metapher, um gleich einprägsam zu sein.
Dann sag mir, wer ist Bill Gates für dich? Also Bill Gates ist der zweitreichste Mann der Welt. Von daher hat er andere Möglichkeiten als wir beide. Klar, aber er hat auch nicht die Möglichkeit, die ganze Welt zu beherrschen. Aber er ist sehr einflussreich. Er ist der... Hier waren jetzt mehrere Aussagen, die uns in einen sogenannten Ja-Modus bringen. Na, er ist der zweitreichste Mann der Welt. Ja. Damit hat er andere Möglichkeiten als wir beide. Ja. Er ist sehr einflussreich. Ja. Das sind so Aussagen, die uns zum Abnicken bringen sollen und damit natürlich zum einen eine gute Argumentationsgrundlage bieten können. Also er zeigt erstmal ein paar Aussagen, die auf jeden Fall so stimmen. Was dann davon abgeleitet wird, sind dann die nächsten Punkte. Allerdings dadurch, dass er schon vorher so in diesen positiven Modus geht, denkt man sich so, ja stimmt eigentlich, ne? Was er sagt, so, das passt eigentlich ganz gut. Und dann sind wir psychologisch gesehen auch offener, diese weiteren Dinge dann zu glauben. Anstatt, wenn er jetzt gleich mit irgendwelchen krassen Hämmern oder so angefangen hätte, dann wären wir anfangs sehr skeptisch und würden in eine sogenannte psychologische Reaktanz, also in so einen Widerstand und in so einen Trotz auch reingehen. Aber Bill Gates will ja die Welt heilen und er ist schon sehr lange im Impfgeschäft. Er ist an nahezu jeder wichtigen Impfbude beteiligt und er verdient an jeder Spritze. Er verdient an jeder Spritze mit, weil er überall mit eingestiegen ist. Also ich glaube einem solchen Menschen nicht, dass er selbstlos handelt. Dafür ist ihm Geld zu wichtig. Ja, weil... Da hat er jetzt auch wieder angefangen mit Aussagen, denen wir so zustimmen können. Na, er ist schon lange im Impfgeschäft. Na, dann nicken wir noch. Und jetzt sagt er, und er verdient an jeder Spritze mit, weil er in jede dieser verschiedenen Geschäfte eingestiegen ist. Das klingt erstmal sehr logisch und da er es auch so vorträgt wie den Fakt davor, nicken wir es auch eher ab, obwohl das ja noch keine unbedingt hinreichende Begründung ist. Dann zusätzlich kommt dann eine persönliche Meinung. Er sagt, ich glaube, dass er das nicht nur aus selbstlosen Gründen tut. Na, das ist jetzt ein persönlicher Glaube. Allerdings dadurch, dass er es genauso formuliert wie die Fakten davor, wirkt er sehr überzeugend dadurch. Und dann kommen eben diese Sachen noch dazu, wie dafür ist ihm Geld viel zu wichtig. Das ist jetzt auch einfach so in den Raum gestellt eine These von Ken Jebsen, was er natürlich so machen kann. Allerdings ist da noch kein Beleg dahinter. Warum ist es so? Er kann Bill Gates nicht in den Kopf schauen. Natürlich kann er sagen, deswegen und deswegen. Aber dadurch, dass es einfach so immer mal wieder einstreut, zerstört er quasi den Charakter von Bill Gates, indem er einfach sagt, ja, dem ist nicht zu vertrauen. Und dann nehmen wir jede der Sachen etwas, ein bisschen mehr hinterfragen. Von Bill Gates letztendlich. Weil er nicht nur inhaltliche Punkte nennt, sondern weil er ihn auch als Person charakterlich letztendlich diffamiert. Das wäre dann so ein Argumentum ad hominem, also sehr, ja, bildungssprachlich natürlich verpackt, wie er es macht. Allerdings ein Angriff gegen die Person Bill Gates. Ja, weil... Er ist derjenige, der in der Stiftung bestimmt, was mit diesem Geld passieren kann. Das sage ja nicht nur ich, da gab es auch Reportagen bei Arte. Was gesund ist, bestimmt Bill Gates. Das ist eine eindeutige Aussage. Die lief so bei Arte. Und das heißt, der Mann hat ja auch in Europa zahlreiche Klagen kassiert, und zwar im dreistelligen Millionenbereich für seine Machenschaften bei Microsoft. Das ist kein unbeschriebenes Blatt. Das ist ein Mann, der ständig an der Legalitätsgrenze surft und der ja auch in Indien sich den ein oder anderen Titel dahingehend eingefangen hat, dass er Impfstoffe hat ausprobieren lassen an Menschen, die nichts davon wussten, die mit schweren körperlichen Schäden nach Hause gegangen sind. Sehr interessant. Hier auch wieder diese ganz große Ebene, wo er den Ethos anspricht. Also die persönliche Glaubwürdigkeit, die er bei Bill Gates jetzt immer weiter nach unten bringt, teilweise faktenbasiert, teilweise durch Artikel, wie hier gut eingeblendet wird, von anderen Leuten, die wir jetzt vielleicht gar nicht kennen und die wir als Quellen als gar nicht so glaubwürdig kennzeichnen. Aber da er verschiedenste Quellen reinbringt und auch Arte und auch diesen Artikel und auch jene Aussage, wirkt er sehr glaubwürdig, während Bill Gates dadurch noch als Person mehr nach außen gebracht und diffamiert wird. Es gibt in Deutschland erstens durch diese Covid-Impfung 8.000 Impftote. Es gibt Tausende von Menschen, die verletzt sind. Das wird unter den Teppich gekehrt und es wird immer gesagt, naja, aber es hat am Ende doch etwas Gutes. Und das weiß ich eben nicht. Wie kommst du auf 8.000 Impftote? Ja, da kann man beim Robert-Koch-Institut ja nachlesen. Da steht aber auch drin, wenn man diese Zahlen benutzt, dann müsste man das Robert-Koch-Institut vorher fragen, weil die haben Urheberrecht darauf. Also eine Bundesbehörde, die diese Daten mit meinen Steuergeldern erhebt, kommt mir mit solchen komischen Tricks Quatsch. Das ist hier eine sehr interessante Argumentationstechnik. Und zwar eine, wo man klack, 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 klack immer wieder neue Sachen einstreut. Das beste Beispiel war die Zahl von 8.000 Impftoten in Deutschland. Die hat er jetzt einfach in den Ring geworfen. 99% der Fälle hätte das niemand hinterfragt. Und selbst wenn es, wie hier in diesem Fall, super gut hinterfragt wird, es ist angekommen bei den Zuhörerinnen und Zuhörern.
Er hinterfragt das jetzt sogar und blendet sogar unten ein, na, hier, dafür gibt es keine Quelle. Und fragt, ja, woher hast du denn die Zahlen? Ja, vom Robert-Koch-Institut. Na, eine tolle, große Quelle, die jetzt auch nicht irgendwie, wo man sich denkt, ja gut, ist das jetzt vielleicht jemand aus einer verschwörungstheoretischen Ecke oder sowas, sondern von einem, selbst für die Kritiker, ne, dieser Verschwörungstheorien oder anderen Meinungen, selbst für die eine sehr glaubwürdig scheinende Quelle. So, das klingt erstmal gut. Jetzt wird unten eingeblendet, das gibt's gar nicht. Aber dadurch, dass er es ihm so selbstsicher sagt, wirkt er eben auch hier wieder überzeugend. Und dann, anstatt da weiter drauf einzugehen oder die Möglichkeit zu lassen, da auch nachzufragen, kommt er einfach beim Nächsten. Ja, aber die haben ja das Urheberrecht und das sind so Tricks. Nee, das ist ja Quatsch. Also er bringt dann mehrere Sachen, sodass diese gewissen Punkte, die vielleicht teilweise inhaltlich völlig falsch sind, wie sie unten eingeblendet werden, trotzdem ankommen und man sich gar nicht mehr groß darüber Gedanken machen kann, einfach weil es weitergeht und weil neue Argumente dazukommen. Das ist ja auch Medien. Ja, natürlich ist das, auch. Natürlich ist das so, dass das eine Provokation ist und das lebt auch immer davon, dass man das Bad überreizt, um sich noch Gehör zu verschaffen. Ich habe ja dann irgendwann angefangen. Ja, aber du wiegelst damit Leute auf. Nein, das glaube ich nicht. Die Medien haben gegen mich Leute aufgewiegelt, weil es ist ja so, aber ich kriege ja was an den Kopf geschmissen, ich werde ja bedroht. Und dann ist es vielleicht blöd, dass ich da mal übers Ziel hinausgeschossen bin, aber wir sind alle emotionale Menschen und man kann wenn du jetzt mal sagen jedes Wort auf die Goldwaage legen. Merkel hat irgendwas. Hier zum einen ein Gegenangriff gleich. Also, anstatt zu sagen, aber du wiegelst ja Leute auf, na, die Leute bringen Leute gegen mich auf. Ich bin ja der angegriffen wird. Dass vielleicht auch diese anderen Politiker, diese anderen Wissenschaftler und die anderen Medienvertreter genauso angegriffen werden, lässt sie ja einfach völlig aus. Aber dadurch, dass er so angreifend zurückgeht, fällt es natürlich Holger in dem Moment auch schwer, jetzt da groß angehen zu können dagegen. Dann ein anderer Punkt ist der, dass er hier tatsächlich ein bisschen mit unterschiedlichem Maß misst. Na, er sagt, ja, das war ja Provokation. Und ich meine, wir sind ja alle emotionale Wesen und wir machen ja alle mal Fehler. Und da muss man jetzt auch nicht jedes Wort auf die Goldwaage legen. Er zitiert aber genauso andere Leute und legt auch jedes Wort auf die Goldwaage. Was absolut okay ist, ist so oder so zu machen, aber dann für sich ein anderes Maß anzusetzen als für andere, ist auf der rhetorischen oder der argumentationstechnischen Ebene nicht sonderlich stark. Aber auch hier wieder, dadurch, dass er es so ruhig und so selbstsicher rüberbringt und auch wieder mit Ja-Aussagen verknüpft, also wir sind ja alle Menschen, die auch mal Fehler machen, ne? Und da schießen wir manchmal übers Ziel hinaus. Na, das sind solche Dinge, um seine Themen kleiner zu spielen, aber bei den anderen plustert er sie auf, betont sie besonders emotional, macht sie besonders groß bei ihm. Ja, genau, dann bin ich ein bisschen übers Ziel hinausgeschossen, aber was dann natürlich viel wichtiger ist, und dann macht er das andere eben emotional auch größer. Aber diesen sogenannten Experten überlässt diese Politik, dann kommt so etwas zum Beispiel raus wie der Flughafen in Berlin. Das haben alles Experten gemacht. So. Und ich glaube, was das angeht an die Schwarmintelligenz, ich würde mir wünschen, dass wir die Hälfte der Parlamentarier, wir haben das zweitgrößte Parlament der Welt, dass das Leute wären, die direkt durch die Bevölkerung hineingewählt werden. Das hier wieder ein sehr schöner metaphorischer Vergleich. Flughafen Berlin, das haben Experten gemacht. Deswegen sollten wir persönlich, ne, wir mit unserem klaren Menschenverstand da hochgehen. Zum einen ist das die Argumentation gegen das Negative. Also damit macht er die aktuelle Situation schlecht. Das ist an sich eine gute rhetorische Strategie, weil man muss eigentlich gar keine unbedingt bessere Position zusätzlich geben. Macht er dann gleich, dazu sage ich gleich was. Allerdings erstmal das bisherige Ankreiden, das ist relativ leicht, weil es gibt kein perfektes System, es gibt keine perfekte Ideologie und da dann diese negativen Punkte zu finden, ist erstmal relativ leicht. Das dann natürlich mit einem Vergleich noch zu untermalen, ist auch wieder auf rhetorischer Ebene sehr stark. Der Flughafen Berlin, das wissen wir alle, ist jetzt nicht das größte Erfolgsprojekt, im Gegenteil gewesen. Und deswegen nutzt er das als Beispiel, das haben Experten gemacht. Dass es natürlich unglaublich viele andere Projekte gibt, die auch Experten gemacht haben, die wahrscheinlich sehr gut gelaufen sind, wird hier auch wieder von ihm ausgeblendet. Dann bietet er auch noch eine positive Alternative, aus seiner Sicht. Allerdings auch hier ist natürlich wieder zu prüfen, wäre das denn wirklich besser? Also an sich gut, das Negative jetzt anzukreiden und etwas Positives hinzustellen, aber ob das dann wirklich was Positives wäre, das ist ja noch nicht gesagt. Er sagt nur, in den 1-2 Punkten, die er kritisiert, wäre es dann besser. Ob es in den ganzen anderen 98 Punkten dann auch noch besser wäre, das ist dann natürlich abzuwägen und zu schauen. Das provoziere ich dann. Natürlich haben wir hier mehr Demokratie als Nordkorea.
Aber wenn man sich mal auch hast anguckt, du aber kürzlich auch mal, du hast kürzlich einen Vergleich zu Nordkorea gezogen. Ja, ich muss ja auch provozieren, ja, weil mich das aufregt. Wie ein Kabarettist, das kann ich dann ja, ernst sagen. Wie ein Kabarettist regt mich das ja auch auf. Aber das ist genauso. Da musst du vielleicht da oben in die Ecke schreiben, das ist übrigens nicht ernst gemeint. Ja, dann aber versteht's vielleicht jeder. Ich will es mal so sagen, wir haben jetzt eine Abmahnung bekommen von der Landesmedienanstalt, wo wir... Hier, ohne es fertig hören zu müssen. Das ist eine Sache, die nicht mehr auf das davor eingeht. Auch hier wird natürlich mit zwei verschiedenen Maßen gemessen. Ne? Er steht super selbstsicher dahinter, regt sich darüber auf, regt sich darüber auf, regt sich darüber auf. Jetzt ist aber die Frage, woher soll ich die Aufregung gegen Bill und Melinda Gates differenzieren können von der komödiantischen Aufregung züglich ne, dem Vergleich von Nordkorea. Und dann fragt er hier nach, das kann doch nicht dein Ernst sein, dann schreibst du halt oben in die Ecke. Ja, und das ist halt so, jetzt haben uns die Landesmedienanstalten abgemahnt. Das hat nichts mehr mit dem davor zu tun, allerdings auch hier wieder etwas anderes, was den Blick wieder weglenkt auf ein neues Schlachtfeld in der Argumentationsebene. Findest du das inhaltlich richtig, was die Querdenker fordern? Es gibt so viele Demonstrationen, Einzelposten, was die Querdenker machen, es gibt ja von 7-Eleven, dass ich das nicht pauschal sagen kann. Ich könnte auch fragen, findest du richtig, was die Autoindustrie macht? Findest du, dass Jana aus Kassel sich mit Sophie Scholl... Hier zum einen sagt er, und das ist durchaus sehr gut auf rhetorischer Ebene, sich da nicht in die Enge drängen zu lassen und eine Partei, eine Institution, eine Demonstrationsgruppierung dann zu pauschalisieren und zu sagen, ja, die sagen das, dem stimme ich zu oder nicht zu. Das ist durchaus rhetorisch gut, hier zu differenzieren und sich nicht in die Ecke drängen zu lassen. Gleichzeitig auch hier wieder, ne, mit zwei Maßen, auch hier wieder sagt er, ne, Bill und Melinda Gates, die und die, die Regierung, die Politiker, die Medien, also er nutzt letztendlich auch diese Möglichkeiten. Und das sind einfach rhetorische Tricks. Ja, einfach das eine fürs Ganze nehmen oder das Ganze fürs eine runterdampfen und damit natürlich rauskommen aus der Misere, dass man irgendwie festgenagelt werden kann. Durchaus macht das aber auch hier wieder gut mit dem Vergleich. Ne? Was sagt die Autoindustrie? Das kann man ja nicht so pauschalisieren. Rhetorisch wieder sehr starker Vergleich durch die Metapher. Jetzt kommt von Holger hier ein konkretes Beispiel. Vollfettlichen, da fandst du das richtig? Das habe ich nicht mitbekommen. Okay. Aber du würdest schon sagen, dass das natürlich Unsinn ist, dass eine Querdenker-Demonstrantin nicht gleichzusetzen ist mit einer Widerständlerin im Dritten Reich. Ich kann das dazu nicht sagen, weil ich das nicht mitbekommen habe. Deswegen danke für die Suggestivfrage. Ja, dieser Vergleich ist ja, einfach. Ich kann das so, und für mich ist so, da sind wir immer da. Du kannst nur einfach nur sagen, das ist Quatsch. Ich habe das nicht gehört. Ich weiß nicht, ob das aus dem Kontext gerissen ist. Nee, es ist genau so, wie ich es dir gerade gesagt habe. Das ist durchaus jetzt auch hier wieder gut von ihm. Ja, er schafft es hier auch wieder keine klare Aussage zu geben. Kann man jetzt sagen, oh Gott, das ist ja richtig blöd. Aber, ne, wie er es auch durchaus richtig sagt, er kennt jetzt, wenn es stimmt, so die Situation nicht. Und dann auch einfach beharrlich bei diesem Punkt zu bleiben von, ich kann es dir nicht sagen, sobald ich es nicht gesehen habe, das unterstreicht nochmal seinen Punkt auf einer stärkeren Ebene. Ich trinke nur sehr wenig Alkohol, ich bin in der Natur, ich kümmere mich, bin für mich selbst verantwortlich. Jetzt kommen Leute mit Übergewicht, mit Zigaretten und sagen, hey, das ist, was du da machst, ist in Ordnung, das ist doch absurd. Einfach absurd. Und dann sage ich, kümmere dich erstmal um dich. Und wenn ich mir angucke, der Lauterbach... Hier natürlich auch in gewisser Weise ein sehr emotionales Vortragen. Das hat er übrigens auch selbst gesagt, welche Rhetorik er verwendet. Schaut euch das gerne nochmal im Interview an. Und natürlich, das stimmt, durch diese intuitiven Bilder, die ihm einfallen, die er dann auch so emotional rüberbringt, erzeugt er bei uns Zuhörerinnen und Zuhörern direkt Bilder. Na, da ist dann diese übergewichtige Person doch mit der Kippe in der Hand und der mault dann die andere Person an. Ja, und das macht es natürlich dann emotional. Und wenn er dann auch noch sagt, ja komm, kümmere dich mal um dich. Das ist auch wieder das von dieser Schauspielausbildung, was er auch im Interview gesagt hat, wo einfach diese verschiedenen Ebenen zusammenfallen und dann er Dinge emotional verpackt, sie dadurch natürlich psychologisch gesehen auch viel besser haften bleiben und er damit dann auch überzeugt. Aber diese These damit, ganz kurz, wo er da am Heulen ist und behauptet, es würden Kinder sterben für irgendeine geile Droge, die sich reiche Leute spritzen, das kannst du nicht ernsthaft meinen, dass da irgendwas dran ist. Da sind wir bei einem ganz bösen Thema. Das möchte ich gar nicht mit dieser Droge vermischen, obwohl die auch was damit zu tun haben könnte. Es geht einfach darum, es gibt einen internationalen Kinderhandel. Den gibt es. Ein extremes Geschäft. Menschenhandel ist Wahnsinn. Und es gibt viele, ganz viele Kinder, die einfach international gehandelt werden. Mit pädophilen Ringen und sowas. Also, genau, und da hat er auch eine Meinung dazu. Und da muss ich sagen, da liegt er nicht unrecht. Ich kenne sehr viele Kriminalisten, aber ganz konkret, die das bestätigen. Diese Geschichte jetzt. Da kann ich nichts zu sagen. Also, ja gut. Aber das ist... Auch hier wieder, vorhin sagt er, ne, das kann auch was damit zu tun haben. Und damit ist er zwar auf der inhaltlichen Ebene absolut sicher, wo er sagt, ja gut, das kann damit zu tun haben, ja das könnte so sein, ne, was gibt's nicht alles auf der Welt? Und das ist auch rhetorisch gesehen sehr geschickt.
Allerdings auch hier wieder, es ist dieses große Thema Adenochrom. Er pickt sich etwas raus, was ein Teil davon ist, ja, Kinderhandel und Pädophilenringe und so weiter. Das kritisiert er, was ja gut ist. Dann sagt er aber, ja, und da hat auch Xavier Naidoo eine Meinung zu und die ist auch dahingehend positiv. Und dann bringt er wieder das Positive nur hervor, heißt genau das, was er kritisiert. Dieses, die einen sind gut und die anderen sind böse. Und sagt, das darf doch wohl nicht sein, so Scheuklappen aufzuhaben und die anderen auszublenden. Genau das macht er eben umgekehrt. Zum einen begründet er es mit dem, dass er polarisieren will, was ja durchaus gut ist. Aber es ist halt auch gleichzeitig bigott, hier nicht genau zu sagen, okay, nee, das finde ich nicht gut, das finde ich gut. Weil dann ist es auch wieder undifferenziert, nur hier halt eben andersrum. Statt, das ist gut, das ist schlecht, sagt er, das ist gut, oder das ist schlecht, das ist gut. Und das fasst meines Erachtens ziemlich gut die generelle Rhetorik von Ken Jebsen im Interview zusammen. Er schafft es durch eine extrem präzise Wortwahl, sehr genau in seiner Sprache zu sein und auch damit sehr genau argumentieren zu können. Das ist natürlich ein großer Vorteil für ihn, weil wenn andere Leute seine teilweise sehr pointiert formulierten und sehr klar formulierten inhaltlichen Dinge auffassen und etwas dazu interpretieren, kann er sagen, na, das habe ich so nie gesagt. Trotzdem schafft er es, durch diese pointierte Sprache teilweise auch Dinge emotional sehr weit zu treiben und auch etwas zu überspitzen oder sprachliche Metaphern, also sprachliche Bilder zu nutzen, um letztendlich das Gesagte noch emotional stark zu verankern. Heißt, an sich auf inhaltlicher Ebene schafft er es, durch die Rhetorik relativ fein raus zu sein und trotzdem natürlich sehr klare und ja, auch sehr kritische, ja, manche Leute Meinungen auch anzunehmen. Und trotzdem dabei sehr klar zu sein. Eben nicht dieses Wischiwaschi keine Meinung beziehen, sondern eine sehr klare Meinung beziehen. Allerdings auf einer emotionalen Art und Weise, dass diese inhaltlichen Punkte kleben bleiben und trotzdem er nicht wirklich so angegriffen werden kann dafür, weil er einfach eine sehr, sehr große rhetorische Stärke hat. Wenn euch das gefallen hat, wenn euch das inspiriert habt und ihr auch zu anderen Seriencharakteren, Politikern und generell Menschen des öffentlichen Lebens Rhetorikanalysen haben wollt, dann schaut gerne auch bei der Redefabrik vorbei. Vielen Dank dir, Holger, sowohl für dieses Interview als auch die Möglichkeit, hier bei euch mit dabei zu sein. Ich wünsche euch, den Zuschauerinnen und Zuschauern der Mediatheke, nun ganz viel Spaß und viel kommunikativen Erfolg bei den weiteren Fort- und Weiterbildungen, dem weiteren Informieren und natürlich auch dem weiteren Kommunizieren. Viel kommunikativen Erfolg wünscht Benedikt Held und die gesamte Redefabrik. Die Mediatheke bietet noch viel mehr Beiträge, die gar nicht auf YouTube veröffentlicht werden, sondern nur exklusiv auf unserem Sender Massengeschmack TV. Es lohnt sich also zu abonnieren, jetzt für 14 Tage kostenlos testen.